sitzt ganz harmlos auf einer Bank neben ihm eine Oma, vermutlich vor erkrankt. Er hat keine Masken in seinem Gesicht. Jetzt kommt er näher, ich fasse es nicht. Ich tag ihm an. Na, was glaubt er, wer er ist? Ist er auf der Welt oder was? Das hat er davon. Ich darf nicht hackeln, ich bin a Gefahr. Ich sitz daheim seit einem halben Jahr und schau nur auf'm Plafond. Ich wart nur immer auf'm Härtefall von den Tage an. Sie tagt sie an. Ich tag sie an. Sie tagt sie an. Naja, nicht mit mir, lass mich nicht zum Nohren halten. Das haben sie jetzt davon. Du hast dich getroffen mit deinen Freund, die Hände nicht gewaschen, wie mir scheint. Es ist verboten, den Virus zu inhalieren. Du Mörder, du durchinfizierter Lebensgefährder. Ich sag dir ja, sie sagt dir ja. Ich sag dir ja, sie sagt dir ja. Entschuldigung, das ist mein gutes Recht, ja. Das hast jetzt davon. Ich schau auf dich, du schaust auf mich. Und die Regierung, die schaut auf sich. Ich hab die Vermutung, die halten uns für blöd. Seit wann herrscht im kleinen Walsertal die Herdenimmunität? Ich sag euch ja! Das habt's jetzt davon. So, jetzt da, letzte Strophe. Mir ist ganz eng in meiner Brust. Ich bin zu mir, ich hab auf nix mehr Lust. Das Schlimmste ist, mir schmeckt kein Bier. Ich glaub, ich hab den Virus schon längst in mir. Ich sag mir ja. Sie sagt sie ja. Ich sag mir ja. Ich sag mir ja. Es ist das Beste für alle. Das hab ich jetzt davon. Ich hab Corona. Ich bin eine Gefahr für alle. Und alle sind eine Gefahr für mich. Deswegen zeige ich euch alle an. Die und die und die und die und die, ja, genau. Der Virus lässt niemand zurück. Er ist in uns allen. Bald wird jeder wen kennt, der wen angezeigt hat. Ich sage nur 100.000 Anzeigte in 3 Monaten. Naja, das haben wir jetzt davon.